Hi, so an meinem letzten Urlaubstag hier in Dithmarschen, bevor es wieder zurückgeht nach Hönze, werde ich noch einmal am Deich Landboarden und den Sand aus dem Kite fliegen. Von der Session gestern in St. Peter-Ording, da ist ja doch einiges versandet. Also der Achter Speed 4 werde ich heute nehmen. Naja, fast neues Landboard, den 23er Reifen, was sich so gut fährt. Und den Brustgurt für die Action Cam werde ich heute auch das erste Mal ausprobieren. Mal sehen, wie diese Perspektive so ist. Okay, ich hoffe, das wird ein Spaß heute. So, da habe ich den Kite schon ausgelegt. Und ja, Zuschauer in Form von Schafen habe ich auch. Das finde ich echt schön. Bin ich nicht so alleine am Deich. Ich werde so wieder ein längeres Landboard-Video machen und das nicht so stark zusammenkürzen. Ich hoffe, es wird euch nicht zu langweilig, wie ich hier jetzt in Ruhe zeige, wie ich die Bar abwickel. Dann mal die Leinenablauf zu gucken, dass da nichts verdreht ist. Wir haben Kite angekommen. Checke ich jetzt noch die Rollen und die Leinen, dass da nichts vertüttelt ist. Die Powerline in. Die ziehe ich dann immer leicht an und sehe dann, ob die Front Tube, naja, eine Tube ist es ja gar nicht beim Softkite, aber die Frontkante sich hebt. Und ja, dann passt das soweit. Muss auch mal nachschauen, wie viel Wind wir den Tag hatten. Ich glaube, ganz so viel war das gar nicht. Hier fülle ich dann den Kite schön vor. Und ja, wenn ihr euch wundert, was ich da an den Händen für komische Stulpen habe, das sind abgeschnittene alte Socken, die trage ich zum Sonnenschutz für meine weißen Flecken am Körper und auch ja, besonders an der Hand sind die Pigmente halt schon weg und da ja, habe ich halt ja, da reicht die Sonnencreme nicht immer ganz aus und das ist ganz gut, wenn man da nochmal Sonnenschutz, auch weiteren Sonnenschutz in Form von Klamotten drüber hat. Das ist auch der Grund, warum ich auf dem Wasser mit so ganz dünnen Handschuhen immer kite. Gut, hier mache ich jetzt die Safety Leash fest. Dann hake ich den Chicken Loop ein. Gesichert wird der Chicken Loop mit dem Chicken Dick. Und dann mal schauen, wie gut der Kite sich starten lässt. Ja, ein paar Mal anziehen, die Bar voll durchziehen oder auch die Steuerleine nochmal schön anziehen, damit die Ecken, also die Enden aufgehen und der Kite sich möglichst schnell mit Luft füllt. Ja, hier brauche ich gar nicht groß zurücklaufen, auch ich werde nicht nach vorne gezogen. Vom Wind her passt das total super mit den Achter den Tag. Und wie ihr seht, hatte ich da auch echt super Wetter. Nicht die ganze Zeit Sonne, schöne Wolken am Himmel, aber die Sonne kam immer mal wieder durch. Traumhaft schön. Und ihr seht, ich habe gar nichts weiter mitgenommen an Deich, außer den Kite. Und das Board im Rucksack brauche ich dann nicht mal liegen lassen. Da habe ich dann noch eine Trinkflasche dabei. Und dann kann ich gut ein paar Meter am Deich fahren und brauche mir keine Sorgen machen, dass irgendjemand meinen Rucksack damit nimmt, wenn er da so alleine zurückbleibt. Ja, und früher hatte ich auch immer einen Sandsack dabei, um den Kite beim Starten zu beschweren. Aber das mache ich mittlerweile dann auch immer mit den Boards. Auch beim Kiten auf dem Wasser lege ich denn das
Board auf den Kite. Geht natürlich nur, wenn nicht allzu viel Wind ist oder eben, vielleicht habt ihr vorhin darauf geachtet auch, beim Landboarden nehme ich dann auch das Landboard und lege es auf die Ecke von dem Kite, damit er nicht schon vor dem Starten wegweht. So, jetzt geht die Reise los. Auch auf den Bildern finde ich, sieht das echt nach Spaß aus. Ja, die Schafe, die fühlen sich ein bisschen gestört, aber nicht so wirklich. Eigentlich kennen die das ja schon. Ein paar Fahrradfahrer sind dann auch hin und wieder unterwegs. Und da bekomme ich dann meist auch mal nette Kommentare. So, hier fahre ich ein Stück auch auf dem Teer. Das rollt dann nochmal besser. Hier geht es dann noch durch ein Gatter und dann habe ich auch ein ganzes Stück freie Fahrt. Hier werde ich jetzt die Deichüberfahrt hochfahren, um mal zu schauen, was auf der anderen Seite so los ist. Ganz gemütlich cruise ich da noch hoch, da kriegt mein Kite ein bisschen Backstall. Und ups, da hat es mich doch glatt hingehauen. Ich dachte erst, es wäre gar nicht so schlimm. War es eigentlich auch nicht, aber so ganz ohne Blessuren ist es dann doch nicht abgelaufen. Naja, als es da gerade passiert war, in dem Moment habe ich die kleine Schürfwunde gar nicht bemerkt. Rauf aufs Board und weiter geht's. So, oben angekommen. Noch ein Blick übers weite Land. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Die Windkraftanlagen drehen sich nicht wirklich schnell. Ich denke, das waren den Tag so um die 10 Knoten. Da, auf was zeige ich da? Kleines Rätsel für euch. ihr könnt ja mal raten und in den Kommentaren schreiben, worauf ich da wohl gerade gezeigt habe. Bin gespannt, ob da was kommt. Gut, da geht's auf dem Gras wieder zurück nach unten. Und dann mache ich mich auf dem Weg noch ein Stück weiter. Unten am Deich. So, da sind ein paar Schafe auf dem Weg.
Den versuche ich auch auszuweichen, damit ich sie nicht allzu sehr störe. Und ja, beruhigen tue ich sie auch noch. Ja, scheine auch drauf zu reagieren. Gehen ganz entspannt weiter. Da ist nochmal ein Gatter. Aber das Tor ist offen. Da kann ich dann so durchcruisen, wenn ich denn genug Druck auf den Schirm bekomme, um in dem hohen Gras da auch wieder anzufahren. Da kriege ich auch schon wieder ein bisschen Backstall. Also ja, waren es wahrscheinlich nicht mal 10 Knoten. Vermute ich mal, leider hatte ich es mir nicht notiert. So, da kommen mir ein paar Fahrradfahrer entgegen. Wir machen uns schön gegenseitig Platz. Und hier geht es nochmal eine Deichüberfahrt hoch. Diesmal in die andere Richtung. Und achte auf den Kite. Ja, fällt er ein bisschen ein. Das liegt daran, dass ich nicht genau 90 Grad zum Wind fahre. Und da so ein bisschen sozusagen Gegenwind. Und dann, ja, muss man halt schon ein bisschen aufpassen. Da bin ich dann oben und schwenk noch mal kurz um. Sieht das Marschenland nicht schön aus. Ja, dann geht es auch schon wieder runter. Und jetzt hier nach der Abfahrt, da mache ich mal kurz einen Stopp und check mal mein Board. Mir ist nämlich eingefallen, dass die Schrauben sich beim letzten Mal ja gelöst hatten etwas. Und ich die nur so provisorisch angezogen habe. Und siehe da, gut, dass ich das da mal kontrolliert habe und noch keine Schraube verloren habe. Die waren nämlich wirklich alle sehr lose gewackelt. Und Werkzeug habe ich da leider nicht dabei. Das war ein bisschen blöd. Aber nicht schlimm. Dann seht mal, auf einmal kamen zwei Fahrradfahrer vorbei und der nette Herr, der konnte mir dann helfen. Das war so klasse, dass er den passenden Imbusschlüssel dabei hatte. Und da hat er mir doch gleich beide Seiten, alle Schrauben, richtig schön festgezogen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll über so viel Hilfsbereitschaft. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Toll, dass es solche Leute gibt. Dann konnte die Fahrt auch für mich weitergehen. Und ich brauchte keine Angst haben, dass ich die Achse verliere. So, habt ihr es schon gesehen? Da kommen die Schafe ins Bild. Und da waren dann auch ein paar mehr. Und die wollte ich auch nicht vor mir hertreiben. Sondern mache jetzt hier eine Wende und mache mich auf dem Rückweg. Ja, da habe ich auch gerade ein bisschen Mühe, den Kite oben zu halten. Der Wind lässt auch noch etwas nach. Ich hoffe, ich komm noch gut zurück. Wir werden es sehen und lass uns noch ein bisschen Musik hören. We'll be right back.
dann habe ich mich nachher auch noch getraut, einige Kite Loops zu machen. Da sind wir dann jetzt auch schon fast wieder am Ausgangspunkt angekommen. Und ich cruise hier noch ein zweimal hin und her auf einem, ja, fürs Landboard doch sehr schönen Strandweg. Und mit diesen Bildern sind wir dann auch schon fast am Ende. An dieser Stelle möchte ich mich bei denen bedanken, die es durchgehalten haben, dies doch wieder recht lange Video bis hierhin zu schauen. Ja, jetzt kommt dann auch nur noch das Kite-Landen gleich und dann war es das für die Session. Ach ja, ein Hinweis noch für die, die vielleicht nur mal gerne ein paar Bilder schauen wollen oder halt ganz kurze Videos, könnt ihr auch gerne bei Instagram bei mir mal reinschauen. Da poste ich dann auch ja so die Sachen, die ich in der Freizeit halt mache. In kürzerer Form eben als hier bei YouTube. Und bei Instagram bin ich auch unter PumpisVlog zu finden. So, hier habe ich mir den Zaun ausgesucht, um den Kite zu landen. Da werde ich jetzt die Safety Leash unten an der Eisenstange befestigen und ja, dann den Chicken Loop aus dem Trapezhaken aushaken und den Kite einfach dann im Wind auf dem Deich runterflattern lassen. Dann flitze ich ganz schnell zum Kite hin, greife ihn am Ende, halte ihn auf dem Boden und beschwere ihn mit meinem Board. Ja, dann kann ich zum Zaun die Bar lösen, Leinen aufwickeln und den Kite in Ruhe zusammenpacken. Und das war's dann auch schon. Ja, was für eine Session. Also, mir hat riesen Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, das kommt auch rüber. Und jetzt packe ich ein. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.